wirklich uralte Nachbargräser. Und meine Krokusblüte habe ich praktisch genommen, vermasselt. Entweder hätte ich alleine fahren sollen, oder aber Martin hätte früher kommen müssen aus Slowenien. Nochmal das Haus der Spinnerin, 1447, ein- und ausgegangen. Hier ist so eine kleine Philosophenbank. Blick darüber zur Ruine, der Blick auf die Kirche. Und nochmal so ein plätschernder Brunnen. Ach ja, Pech, 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 Pech. Die Krokusblüte ist nämlich bis weit über die Grenzen raus bekannt. Aber sie blüht wahrscheinlich nur, einfach nur ganz kurz. So, es gibt's da nichts mehr Aktuelles zu sehen.